Heute werde ich mit Kartoffeln Minecraft durchspielen. Klingt doof, ist es vielleicht auch, aber das ist nun mal der diesjährige April Fool Snapshot. Ich weiß, das war schon eine Weile her, aber besser spät als nie. Ah ja, und außerdem bin ich in Hardcore. Also wenn ich einmal drauf gehe, muss ich von vorne anfangen. Das heißt, hoffentlich gehe ich nicht drauf. Wenn ich das richtig sehe, muss ich einfach nur in die Kartoffeldimension kommen und ins Void springen. Wenn das nicht klappt, dann wäre das suboptimal. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir, wenn möglich, ein Dorf finden oder eine Höhle oder sowas, wo wir schnell Ressourcen sammeln können. Oder irgendwas generell, wo ich Essen erstmal ranholen kann. Oh ja, Melonen ist zwar kein gutes Essen, aber ist Essen. Lol. Wieso liegt hier einfach ein Setzling? Wie kann das denn sein, hä? Schauen's mir den mal an. Oh, Lavasee. Oh, und da ist auch schon etwas sehr Wichtiges, was in dieser Challenge, oh, schon eine Challenge, sehr wichtig werden wird. Und zwar dieses Kartoffeldings. So, warte mal, war das jetzt eine Poisonous Potato? Lol. Ich erkunde da drin erstmal, bevor ich runterhüpfe. Ich werde noch ein Video hier draus machen können. Es wird dann wahrscheinlich sehr kurz, aber naja. Okay, interesting. Was ist das erstmal? Potato Butt. Okay, interesting. Was ist das? Ein Shipwreck? Wir können Shipwreck spawnen? Ist das for real so oder... Ah, ich lasse ja meine Rüstung auf. Wieso ist das das einzige Shipwreck weit und breit? Ist das Ding hier in der Oberwelt auch? In der Oberwelt ist ja gar nichts. Der Anblick hier, das sieht nicht normal aus. Okay, nee, das ist offiziell gelistet. Schade. Warum habe ich das noch nie gesehen davor? Oh, eine Kartoffelbiene. Ja, moin. So, dann nutzen wir doch mal die gute Axt. So eine Flow-Tato will ich eigentlich auch. Weiß auch nicht, ob man hier erst hin soll, wenn man das Game durchgespielt hat, weil mit einer Elytra wäre sie definitiv... Oh, Potato Village, da müssen wir hin. Und mit einer Elytra wäre sie definitiv auer einfacher. Okay, das war jetzt gerade sehr weird. Das ist einfach abgestürzt und mein OBS hat nicht mehr funktioniert. Aber meine Goldachse ist wieder ganz... Ja, die Goldachse heißt ja sogar Manning, das ist ja voll gut. Also ich meine, Gold ist trotzdem immer noch kompletter Müll, aber es ist besserer Müll. Oh mein Gott. Ein Potato-Set. Da fliehe ich, glaube ich, lieber. Oh, hier geht's nicht mehr weiter. Das ist super optimal. Okay, dann wird das wohl doch nichts mit dem Dorf. Potato, Potato, Potato. Potato, Potato. Hilfe macht der Fehler. Potato. Potato! Potato! Kann ich mittlerweile irgendwas Gutes craften? Potato Eye. Was macht das? Okay. Oh, ich habe meine Chestplate komplett aufgegessen. Schade. Frying Table? Was zum Teufel ist das? Ich crafte mir mal eine Spitzhacke. Vielleicht geht ja mit den Blöcken mehr. Oh mein Gott, ich hätte es wissen müssen. Stone Age! Was ist daran denn Stone Age? Tater Stone. Oh je, Mini, es wird Nacht. Das ist nicht gut. Ich mach mir erstmal ein Schwert. Dann gehen wir mal in die Tiefen der Potato. So tief geht's da leider nicht runter. Da unten, auf den Mineshaft will ich. Oh, der Zombie ist normal. Ein Dia! Ein Potato-Dia! Ja, ich denke, damit kommen wir drauf. Nice. Da sind wir auf dem Mineshaft. Und da war gerade... Lol, die spielen schneller durch als ich, muss man ihnen lassen. Wenn das wirklich durchspielend sein sollte. Digga, hier ist ja praktisch nichts. Ja gut, to be fair, was habe ich erwartet, ne? Aber ich habe jetzt schon gedacht, hier gibt's Kisten. Okay, dann testen wir hier. Lol, Skelett kommt mit. Haben wir so Minecraft durchgespielt? Sieht ganz so aus. Oh Gott. Höh. Was war das? Sticky. Okay. Da das super schnell geht, würde ich sagen, probiere ich das jetzt nochmal in einem Speedrun. Aber ich habe halt keinen Ingame-Timer, deswegen ist das eigentlich für mich ein bisschen witzlos. Den Speedrun mache ich auch in Hardcore. So, also, einziges Ziel, so ein Potato-Dings finden und hoffen, dass da eine Potato drin ist. Los geht's, würde ich sagen. Oh Mann, ich habe keinen Zoom, da muss ich mich erst nochmal dran gewöhnen. Okay, Lavasee wäre hier schon mal. Ne, hier wäre ein super Spot für so einen normalen Weltstart. Schön viel Essen. Vierer Zuckerrohr.
Noch ein Viererzuckerrohr. Lol. Cherry Blossom Biom. Okay, wirklich sehr schön. Brudi, wer ist er? Oh mein Gott, er ist der Dude, der Armadillo-Dings. Oh mein Gott. War das nicht erst 1.21? Das ist anscheinend bei den Snapshots schon drin. Gut, macht ja auch Sinn. In die Höhle habe ich jetzt nicht vorzugehen. Ich dachte eigentlich, ich finde es schneller. In meinem Dschungel war ja direkt eins. Es ist eigentlich immer in der Nähe vom Spawn. Nur hier jetzt nicht. Ja, da ist es. Da ist es. Tendenzielles Durchspielen ja eigentlich immer noch was anderes, aber... Also Durchspielen ist, glaube ich... Also für mich ist jedenfalls die Definition Enderdrachen besiegen. Oder in der Kartoffelwelt von der Klippe springen. So, jetzt müssen wir nur noch hoffen... Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? No, Bro, wo ist die Kiste? Hä? Ah, da. Oh Gott. Ja. Rein. Wobble, wobble, wobble. Direkt zu einer Ecke. Aua. Hui, let's go. Und fertig. Juhu. Au. Also gut, Leute, ich würde sagen, dass... Yo, what? Digga, was ist das hinter mir? Ja, was ist hier schiefgelaufen? Was ist das? Hä? Aber sieht cool aus. Also Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst sehr gerne noch ein Like und ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehe ich euch hoffentlich nächste Woche mit dem 2000 Abo-Special. Ich weiß, wir sind da jetzt schon ein bisschen vorbei, aber ciao.